Das Leben besteht aus einer Reihe von Abenteuern und unvergesslichen Erinnerungen. In der Welt der Künstler werden Liebesgeschichten zu einer ständigen Inspirationsquelle, zu einem Soundtrack für Herz und Seele. Auch Heino und Hannelore, ein berühmtes Künstlerpaar, haben eine besondere und bezaubernde Liebesgeschichte. Heino, Deutschlands goldene Stimme, eroberte einst mit seiner besonderen Stimme und seinem einzigartigen Auftrittsstil die Herzen von Millionen Fans. Doch neben dem majestätischen Bühnenbild hat Heino eine rustikale und emotionale Seele. Alle seine Veränderungen auf der Bühne sind vorhersehbar, aber die Liebesgeschichte zwischen ihm und Hannelore ist ein Geheimnis, das viele Menschen nur durch die Texte und Blicke hinter den Bühnenlichtern kennen. Hannelore, die Frau, die die Melodien aus Heinos Leben übersetzt, ist nicht nur eine Partnerin, sondern auch eine Freundin, Liebhaberin und Partnerin, die eine ganz besondere Liebesgeschichte kreiert. Dieses Paar hat im Laufe der Jahre sein Glück aufgebaut, indem es glückliche Momente und schwierige Herausforderungen erlebt hat. Die Liebesgeschichte von Heino und Hannelore beginnt wie ein Musikstück, sanft beginnend mit den ersten Tönen. Kennengelernt haben sie sich bei einem Auftritt, bei dem Heinos Gesang tief in Hannelores Herz eindrang. Auch wenn sie ein musikalischer Mensch ist, kann Hannelore nicht aufhören, die Emotionen zu spüren, die Heinos Stimme hervorruft. Aus zufälligen Treffen werden private Konzerte, bei denen Heino nur für Hannelore einzigartige Liebeslieder singt. Seine Texte sind wie Liebeslieder und drücken die Seele und die Gefühle eines Mannes aus, der in seinem Leben viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat. Nicht lange danach beschlossen sie, gemeinsam eine Reise anzutreten und ein Zuhause für die Familie mit schönen Erinnerungen und festem Glauben aufzubauen. Künstlerleben und Familienleben vermischen sich und ergeben ein wunderschönes und wahres Bild der Liebe. Die langen Jahre waren voller Strapazen und Herausforderungen, aber Heino und Hannelore wussten immer, wie sie ihre Liebe stärken konnten. Sie unterstützen und teilen Freude und schaffen ein wunderschönes Zuhause wie in Träumen. Diese Liebesgeschichte endete jedoch traurig. Hannelore, die Frau, die Heinos Leben verschönert hat, ist gegangen. Wie konnte eine so schöne, solide Liebesgeschichte wie ein verschwundener Traum enden? Heinos Gemälde wird jetzt dunkler, mit Noten von Traurigkeit und dem bitteren Geschmack des Verlusts. Das Foto von ihm neben dem Sarg, wie er Hannelores Hand festhält, ist wie ein unendlich trauriges Bild, das die lange Reise der Liebe beendet. Die Liebe von Heino und Hannelore wird, auch wenn sie beendet ist, immer ein neues Kapitel in seinem Leben sein. Die schönsten Erinnerungen an Hannelore werden für immer in Heinos Herzen bleiben, wie ein helles Licht und eine Quelle der Ermutigung, wenn das Leben schwierig wird. Das Leben hat Geschichten mit traurigem Ende, aber sie sind für uns auch eine Inspiration, jeden Moment und jeden geliebten Menschen um uns herum zu schätzen. Heino und Hannelore haben gemeinsam eine wunderschöne Liebesgeschichte aufgebaut und sie wie einen kostbaren Schatz in ihren Herzen bewahrt. Der Tod von Hannelore ist ein großer Verlust für Heino und die gesamte Fangemeinde. Menschen können den Schmerz und die Enttäuschung nicht vermeiden, wenn eine langjährige Liebe endet. Aber es sind auch diese Prüfungen und Leiden, aus denen die Menschen lernen, zu wachsen und sich dem Leben zu stellen. Das Leben verändert sich ständig und jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Auch wenn Hannelore nicht mehr da ist, werden die Erinnerungen an sie für immer in Heinos Seele bleiben. Ihr Bild ist vielleicht zu Ende, aber ihre Liebesgeschichte geht weiter und vergeht nie. Dieser Verlust ist auch eine Gelegenheit, auf glückliche Momente, Reisen und geschätzte Erinnerungen zurückzublicken. Manchmal erkennen wir den wahren Wert eines Menschen erst,
wenn er nicht mehr an unserer Seite ist. Hannelore ist nicht nur Ehefrau, sondern auch eine wichtige Freundin, Begleiterin und Quelle der Ermutigung in Heinos Leben. Es wird oft gesagt, eine Tür schließt sich, eine andere Tür öffnet sich. Heino mag Einsamkeit und Aufregung in einer neuen Welt erleben, aber seine Fans sind immer hier, teilen ihre Liebe und sind bereit, etwas zu tun, um ihm zu helfen, seine schwierigen Tage zu überstehen. Das Leben hört nicht auf, und vielleicht muss sich Heino jetzt auf die Genesung und die Suche nach einem Sinn im Leben konzentrieren. Vielleicht findet er Freude daran, Musik zu machen und seine Liebe und Gefühle mit der Welt zu teilen. Verlust ist ein Teil des Lebens und für uns auch eine Chance zum Lernen und Wachsen. Hannelore hinterließ Heino eine Erinnerung an eine wunderschöne Liebe, einen Teil seines Lebens, an den er sich immer erinnern und den er schätzen wird. Leben und Liebe verlaufen nicht immer so, wie wir es erwarten, aber sie sind immer voller Überraschungen und Glück. Heino und Hannelore gingen jeweils ihren eigenen Weg, doch ihre Liebesgeschichte wird in der Musik, den Bildern und den Herzen, die sie berührte, qui se passe, mais elle a sérieusement mal. Elle est allongée, elle n'arrivait plus à bouger. Tout. C'est là où j'ai avec la panique, j'ai appelé les tantes et tout. Ils sont venus, nous sommes partis à l'hôpital général. Là, c'est à Libreville, à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on fait des examens et tout. On dit non, elle n'a rien, elle n'a pratiquement rien. On ne trouve pas la maladie. Retourner avec elle à la maison. Comme ça, quand on reprend la voiture, on retourne à la maison. Mais il nous avait donné les suppos que comme elle a mal au ventre, peut-être elle a mangé un truc ou je sais pas. Elle va prendre les suppos pour essayer de voir si ça va se calmer. Arrivée à la maison, elle a mis les suppos et tout, ça n'allait pas toujours. Aux environs de 18h, elle était allongée, elle parlait. Quand tu regardes même, tu sens qu'elle n'est plus avec vous, elle n'est plus là, la personne, elle n'est plus là. On a commencé à paniquer. Bon, j'étais restée seule, les tantes étaient déjà retournées. J'étais obligée d'appeler les grandes soeurs, les aînées. Elles sont venues, on a commencé à paniquer et tout. C'est là où la grande soeur a commencé à lui poser la question que, là où tu es partie, le monsieur, tu connais le monsieur depuis. Elle m'a dit oui, je connais le monsieur, mais ce n'est pas lui, machin et tout. Je ne connais pas ce qui se passe. C'est là où la grande soeur avait demandé si elle a encore les sous pour retourner à l'hôpital. Elle avait dit non, elle n'avait plus. Vous allez m'excuser, hein? C'est ce que je viens de dire là. C'est comme ça que moi je sortais avec un Libanais et tout. Je l'appelle, je lui dis non, là où je suis vraiment dans les problèmes, j'ai besoin de sous et tout. Il m'a dit viens me trouver en Gondje. Là je suis en réunion, je ne peux pas venir vers toi, mec. Toi tu peux venir, je vais te remettre les sous, tu vas partir. Quand j'arrive, j'explique que non, voilà, il y a ma grande soeur qui est malade et tout, voilà pourquoi je te demande les sous. Il me dit ok, il n'y a pas de soucis. Il prend 50 000, il me donne. En ce moment, il me met dans le taxi. Le taximan, c'était un Gabonais. On vient, monte dans le taxi. Hein. Je viens, on était qu'à deux. Quand on arrive au niveau de la démocratie, les gens qui connaissent Libreville, au niveau de la démocratie, à la montée, là où il y a souvent les fleurs, là. Le taxi gare. Tout le monde dit, ah mon frère, moi, là, je suis pressé, tu t'arrêtes encore. Mais dis non, tu n'écoutes pas la voiture, fait un bruit. Bizarre. Donc j'ai dit non, mais le voilà, tu peux aller voir ça. Devant, il m'a dit non, je vais regarder et on continue parce qu'on risque de ne pas arriver. Je dis ok, regarde, mais fais vite. C'est comme ça qu'il descend. Quand il descend, il ouvre la malle arrière. Il vient avec une machette bien limée, bien aiguisée. J'étais que, bon, je ne savais pas. Donc quand il vient, il avait déjà la machette en main. Il ouvre la porte, il me dit sors. C'est là où je vois la maison, je commence à paniquer. Je sors.